Hi, heute noch ein bisschen nischiger als sonst. Dieser Beitrag ist für Studierende, die gerade in einer Prüfungsphase sind, eine schriftliche Arbeit zu absolvieren haben und damit noch ganz am Anfang stehen. Genau, dieser Beitrag ist nur für dich. Bitteschön. Konkret geht es um die Themenfindung und Literaturrecherche für Haus- und Abschlussarbeiten in einem geisteswissenschaftlichen Studium. Als Beispiele ziehe ich immer wieder Erfahrungen aus meinem eigenen Studium der Kulturwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen heran. Alle Schritte lassen sich aber auch auf andere Studiengänge und vermutlich auch auf MINT-Fächer übertragen. Zwischendurch gibt es Empfehlungen zum Zeitplan für die Vorbereitungsphase schriftlicher Prüfungen und unterm Beitrag findest du ein klickbares Inhaltsverzeichnis, das dich direkt zu den einzelnen Themen führt, die ich im Folgenden bespreche. Auf geht's! Zunächst einmal, warum ist die Themenfindung so wichtig? Nun, eine schriftliche Arbeit, sei es als Semesterprüfung oder zum Studienabschluss, hat gewisse Formalien einzuhalten. Dazu gehört ein begrenzter Umfang, bei Hausarbeiten meist nur 15 bis 20 Seiten. Das ist keine künstliche Einschränkung zur Schikane übereifriger Studierender. Vielmehr handelt es sich dabei um übliche wissenschaftliche Praxis. Auch richtige Fachartikel haben sich an gewisse Rahmenbedingungen zu halten. Und eben dazu dienen, wie im Grunde das gesamte Studium, nun mal Haus- und Abschlussarbeiten, sie machen uns mit dem wissenschaftlichen Arbeiten vertraut. Sie helfen uns, das Schreiben von Fachtexten zu üben und erweitern somit unsere Fähigkeiten und auf lange Sicht auch unseren Horizont. Doch schon mittelfristig hilft ein gutes Thema ungemein bei allen weiteren Schritten, also Literaturrecherche, Lektüre und eben dem Schreiben selbst. Apropos noch eine Anmerkung vorweg, das Schreiben stellt im Studium nicht eine Kompetenz von vielen dar und dient nicht allein der Überprüfung erworbener Fähigkeiten. Das Schreiben bildet vielmehr eine Schlüsselkompetenz im Studieren und wissenschaftlichen Arbeiten überhaupt. In diesem Sinne sollte das gesamte Studium samt aller damit einhergehenden Fachgespräche, Tätigkeiten und Veranstaltungen vom Schreiben her gedacht werden. Effektiv heißt das, schon das Verfassen von Notizen beim Lesen oder bei Seminaren mit Bedacht und System vorzunehmen. Wer sich das von Studienstart an zur Gewohnheit macht, muss anlässlich Haus- oder Abschlussarbeiten gar nicht unbedingt nach Themen suchen, sondern stößt in den eigenen Aufzeichnungen ganz automatisch auf wiederkehrende Themen und Fragen und damit möglichen Problemstellungen. Die klassische Themenfindung, gefolgt von der Literaturrecherche, dann der Lektüre und dem Schreiben eines Exposés, findet in der Praxis nicht in der Art sauber aneinandergereihten Etappen statt, wie es auch hier den Anschein machen mag. Darauf wird im Detail nochmal hinzuweisen sein, jetzt aber los. Der erste Punkt ist kein Tipp, sondern ein Muss. Ehe ein Thema gesucht wird, muss die Betreuung geklärt sein. Erst in Absprache mit der Betreuungsperson für eine Haus- oder Abschlussarbeit findet die Themenfindung statt. Andernfalls gehen nur Zeit und Energie in unnütze Ansätze verloren. Mal ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Wenn im schriftlichen Erstkontakt mit einer Betreuungsperson von Seiten des oder der Studierenden direkt ein Thema vorgeschlagen wird, vielleicht sogar gefolgt von dem Satz, im Anhang finden Sie dazu mein Exposé, bitteschön, dann würde von Seiten der Betreuungsperson zu Recht darauf hingewiesen werden, diesen Schritt, also das Exposé, niemals vor der eigentlichen gemeinsamen Themenabsprache vorzunehmen. Zumal sich die ersten Themenideen oft gar nicht für eine Bearbeitung in Form einer Hausarbeit eignen. Etwa weil sie zu oberflächlich sind und nicht genug in die Tiefe gehen. Oder zu sehr in die Tiefe, sodass es den Umfang jeder Hausarbeit sprengen würde. Es kommt vor, dass eine Betreuungsperson ein Thema vorschlägt oder auf eine Liste mit möglichen Themen verweist. Ein vorgegebenes Thema ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits keine Qual der Wahl. Andererseits ist zu nehmen, was vorgesetzt wird. Und es kann hart sein, über ein Thema schreiben zu müssen, das sich so gar nicht mit den eigenen Interessen deckt. Von daher ist die relative Wahlfreiheit als eine Gelegenheit zu betrachten, nicht nur ein Thema zu finden, das zu den Formalien passt, sondern auch zu den Interessen des oder der Studierenden. Oder bei einer Liste mit vorgegebenen Themen eines, das am ehesten passt. Nun, wie ist das beste Vorgehen, wenn es keine festen Vorgaben gibt? Hier die 5 Schritte begleitet von etlichen Beispielen. Während die Themenfindung für eine Abschlussarbeit meist freier erfolgt, wird eine Hausarbeit in der Regel im Rahmen eines Moduls, im Anschluss an ein Seminar oder im Zusammenhang mit Vorlesungen geschrieben.
Damit ist bereits ein Bereich fürs Thema vorgegeben. Und es liegt an den Studierenden, diesen Bereich nun zu erschließen. All die Themen, die sich in den entsprechenden Unterlagen zum Modul, zum Seminar, in den Vorlesungsskripten oder im Fernstudium in den Studienheften finden, stecken den Bereich ab. Eine Hausarbeit im Anschluss an ein Praxisseminar zum Thema Heraldik, Wappenkunde, geht mit einem gut eingegrenzten Themenbereich einher. Es ist klar, die Hausarbeit sollte einen Bezug zur eben Wappenkunde haben. Okay, aber was, wenn der Themenbereich über ein Dutzend Studienhefte umfasst? Hier, boom, 1400 Seiten zu Arbeit im vorindustriellen Europa, Leben mit den Heiligen, Familie und Verwandtschaft in Mittelalter und früher Neuzeit. Dann sieht die Sachlage schon anders aus. Wenn sich das Gefühl einstellt, dass es einfach zu viel Material sei, too much, um es in der vorgegebenen Zeit bearbeiten zu können, nicht verzagen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, reichen das selektierende und das kursorische Lesen aus. Also das strategische Querlesen durch einen solchen Themenbereich. Es bleiben zur Themenfindung 3 Wochen Zeit, dann lassen sich für diesen ersten und wichtigen Schritt satte 2 Wochen einplanen. Bleiben hingegen nur 5 Tage Zeit, dann müssen 3 Tage zum Lesen und Orientieren reichen. Diese Zeitangaben sind wohlgemerkt reine Empfehlungen und keine festen Richtwerte. Bestenfalls zeichnen sich beim Lesen des Studienmaterials bereits spürbare Interessenschwerpunkte ab. Welche Abschnitte, Kapitel, Namen, Thesen treffen einen Nerv? Was spricht an? Was weckt Neugier? Vielleicht, weil darüber schon etwas bekannt ist. Wenn es Vorkenntnisse gibt, aus früheren Semestern oder auch aus beruflichen oder privaten Lebensbereichen, dann lassen sich solche Vorkenntnisse nutzen, daran anknüpfen, sie vertiefen. Wenn etwa ein Interesse daran besteht, was in Zukunft aus uns Menschen wird, inklusive privater Lektüre, die dazu bereits stattgefunden hat, dann liegt es nahe, bei einem entsprechenden Angebot ein Studienseminar zum Thema Transhumanismus zu wählen, um dann in Anschluss an dieses Seminar eine Hausarbeit zu schreiben, die sich mit dem persönlichen Interesse deckt. Anderes Beispiel. Bei der eben genannten Auswahl an Studienheften ließe sich der Fokus auf Familie und Verwandtschaft in Mittelalter und früher Neuzeit legen. Insbesondere dann, wenn in vorherigen Modulen bereits Themen wie Inzesttabu oder Patriarchat behandelt wurden. Infolgedessen könnte die Neugier nun an einem Thema wie kirchliche Heiratsverbote hängen bleiben. So weit, so gut, doch als Thema für eine Hausarbeit noch viel zu breit. Das führt uns zum 3. Schritt. Schritt 2 lässt sich übrigens parallel zum 1. machen. Einfach bei der Lektüre schon darauf achten, was das eigene Interesse anspricht. Um das Thema sinnvoll einzugrenzen, lassen sich allerlei Kategorien anwenden. Hier mal eine Auswahl. Räumliche Eingrenzung nach Kontinenten, Ländern, Städten oder auch Sprachräumen. Beispiel die Lyrik Amanda Gormans und ihre Rezeption im deutschen Sprachraum. Zeitliche Eingrenzung nach Jahren, Jahrhunderten, Epochen. Beispiel Hexenverfolgung in Würzburg in der frühen Neuzeit. Personen oder Personengruppen, wie eben im Beispiel mit Amanda Gorman. In einer Bachelorarbeit ließe sich diese Kategorie anwenden und das Geist-Seele-Konzept von René Descartes mit dem von Gottfried Wilhelm Leibniz vergleichen. Ein Beispiel für Personengruppen wäre ziviler Ungehorsam afrikanischer Frauen gegen die Apartheid. Eingrenzung nach Werken, wie historischen und/oder wissenschaftlichen Schriften. So kann sich die Beschäftigung mit Hannah Arendt auf eines ihrer Werke beschränken und muss nicht das Gesamtwerk umfassen, das ohnehin viel zu groß wäre. Je nach Studiengang kann der Fokus auch auf popkulturellen Erzeugnissen liegen, wie Filmen, Musicals oder auch auf Bauwerken, sogar Werbung, etwa die Darstellung des Mannes in Hugo Boss Werbespots. Eingrenzung nach Ereignissen, wie das Attentat vom 11. September, der Berliner Mauerfall oder der Busboykott von Montgomery. Wichtig sind eine gewisse historische oder themenspezifische Relevanz und auch, wie klar sich das Ereignis wiederum abgrenzen lässt. Die Französische Revolution oder der Zweite Weltkrieg können in viele kleinere Ereignisse eingeteilt werden. Beispiel der Sturm auf die Bastille, Ursachen und Auswirkungen des 14. Juli 1789. Bei 3 Wochen Zeit zur Themenfindung kann die Themeneingrenzung ruhig einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Wenn nur 5 Tage Zeit bestehen, dann lässt sich dieser Schritt auch an einem halben Tag vornehmen.
Um herauszufinden, ob es zu einem Thema auch genug Literatur als Grundlage für eine Hausarbeit gibt, lohnt sich ein gründlicher Blick ins Internet. Alles, was es dazu braucht, sind ein paar Schlagworte zum vorläufigen Schwerpunkt. Und etwaige Suchmaschinen im Internet helfen dann sogar dabei, weitere und präzisere Schlüsselbegriffe, Keywords, zu finden. Beispiel: Bei der Suche nach dem Stichwort kirchliche Heiratsverbote wird der Wikipedia-Beitrag zu Eheverbot angezeigt. Das ist nur ein Synonym, kann aber je nach Suchplattform Funde bringen, die sonst verborgen geblieben wären. Doch apropos verborgen bleiben. Internetsuchmaschinen fördern längst nicht nur wissenschaftlich taugliche Suchergebnisse zutage. Schon Wikipedia ist, von erster Information und Inspiration abgesehen, keine hinreichend verlässliche Quelle. Und zwar lässt sich etwa Google Scholar nutzen, um dezidiert wissenschaftliche Literatur zu recherchieren, doch auch diese Suchmaschine wird in manch akademischen Kreisen durchaus kritisch betrachtet. Deshalb ist es ratsam, die Suche noch abwechslungsreicher zu gestalten. Hilfreich sind zum Beispiel die Suchfunktionen von Bibliothekskatalogen für E-Books und Bücher oder auch Fachdatenbanken für Fachzeitschriften und Statistiken. Dazu einfach mal einen Blick in den Bestand der eigenen Universitätsbibliothek werfen. Zu guter Letzt lohnt sich eine Keyword-Suche auf den Portalen großer Verlage. Die stellen Studierenden zuweilen via VPN-Zugang auch einige Literatur zur Verfügung. Und je nachdem, was dieses Thema ist, kann auch eine Suche via YouTube oder Newsportalen hilfreich sein. Dort finden sich zu den Schlagworten vielleicht Vorträge oder auch aktuelle Debatten. Tipp: Nach der Themenfindung folgt ja die Literaturrecherche. Doch wie gesagt, in der Praxis mutet diese saubere Etappenfolge ein bisschen künstlich an. Stattdessen bietet es sich an, schon während der Themenfindung mögliche Literatur zu notieren. Wenn das Thema von der Betreuungsperson abgesegnet wird, liegt dann bereits eine gewisse Quellengrundlage fürs Exposé vor und ein paar erste Titel für das vorläufige Literaturverzeichnis. Schritt 4 erfolgt am besten direkt im Anschluss an Schritt 3. Denn wenn keine relevante Literatur zu finden ist, muss nochmal eine andere Themengrenzung versucht werden. Bei 3 Wochen zur Themenfindung kann für Schritt 4 wieder ein ganzer Tag eingeplant werden, inklusive Pausen und mal eine Nacht drüber schlafen. Bei 5 Tagen bleibt für diesen Schritt nur ein halber Tag, gegebenenfalls mit der Aussicht, mal eine Spätschicht einzulegen, um Schritt 3 zu wiederholen. Und dann ebenfalls eine Nacht drüber zu schlafen vor Schritt 5. Okay, wir überblicken einen Themenbereich, haben Interesse an einem Schwerpunkt, konnten diesen nach ein paar Kategorien eingrenzen und siehe da, es gibt sogar Literatur dazu, prima. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Rücksprache mit der Betreuungsperson zu halten, um sich grünes Licht fürs Exposé einzuholen. Dieser Schritt erfolgt am besten, wenn, wie gesagt, der Prozess der Themenfindung schon etwas zurückliegt, sodass wir uns unserer Sache auch wirklich sicher sind. Zum Stichwort Heiratsverbote ließe sich eine Mail an die Betreuungsperson dann zum Beispiel so formulieren: Mein Interesse geht in Richtung des Einflusses kirchlicher Heiratsverbote auf bestehende Verwandtschaftssysteme. Als räumliche und zeitliche Eingrenzung bietet sich eventuell die Hammersteiner Ehe im 11. Jahrhundert für eine Problemstellung an. Das ist sogar ein Beispiel aus dem Real Life, woraufhin die Betreuungsperson schrieb: Eine Hausarbeit um den Hammersteiner Prozess wäre gut möglich. Und so würde ein Themenvorschlag auch schon aussehen. Dann können Sie direkt ans Exposé gehen. Und so sieht ein grünes Licht im Studium aus. Grüner wird's nicht. Soweit der erste Teil über die Themenfindung für Haus- und Abschlussarbeiten. Wer meinen Online-Kurs zum Schreiben von Edutainment-Inhalten kennt, wird hier einige Parallelen entdeckt haben. Das liegt natürlich daran, dass sich diese Schritte mit etwas Geschick für alle Arbeitsbereiche adaptieren lassen, in denen es darum geht, fundiertes Wissen schriftlich zu verpacken. Gleiches gilt für den zweiten Teil dieses Beitrags. Falls du bis hierher oder später übrigens noch Fragen oder Feedback loswerden willst, kannst du dazu den Kommentarbereich nutzen. Den findest du unten ein Stück weit unter dem Abonnieren-Button. Weißt du Bescheid, ne? So, weiter geht's mit der Literaturrecherche für Haus- und Abschlussarbeiten. Die schreiben sich ja nicht aus dem Bauch heraus ins Blaue, sondern auf Basis einer Quellenlage und eines Forschungsstandes und mit einem klaren Erkenntnisinteresse. Dazu braucht es Literatur. Die zu recherchieren ist keine Raketenwissenschaft. Im Folgenden gehen wir die 5 grundlegenden Schritte mal durch, wieder begleitet von Tipps und Praxisbeispielen. Auf geht's!
koffeinfreier Kaffee. Auf dass er mich psychosomatisch wach mache. Zumindest für eine Stunde noch. Naja. Vorweg noch ein Wort zum Erkenntnisinteresse, also dem, was mit der Haus- oder Abschlussarbeit angestrebt wird. Sei es eine Frage, die zu beantworten ist oder ein Problem, das zu behandeln ist. Je nachdem, wie wir mit unserer Betreuungsperson nach der Themenfindung verblieben sind, ist dieses Erkenntnisinteresse noch gar nicht als solches definiert. Denn ein Thema ist nicht gleich eine Frage oder eine Problemstellung. Doch keine Bange, die Definition und Formulierung einer solchen Frage oder Problemstellung kann sich auch während oder nach der Literaturrecherche noch ergeben. Und damit zum ersten Schritt. Der Schlüssel zur gelungenen Literaturrecherche sind die Suchbegriffe, die Keywords, also auch Schlüsselwörter. Durch sie erschließen sich Quellen, die ohne die richtigen Begriffe gar nicht erst gefunden würden. Denn es gibt zwar ungemein viele Datenbanken und Online-Bibliotheken, die sich durchforsten lassen, doch mit den immer gleichen Begriffen ist der Sucherfolg stark eingeschränkt. Beispiel: Lautet unser Thema Hexenverfolgung in Würzburg in der frühen Neuzeit und unsere Recherche beschränkt sich nur auf den Begriff Hexenverfolgung, dann entgehen uns natürlich all die Dokumente und Werke, in denen nur von Hexenjagd die Rede ist, obwohl die Literatur genauso relevant sein könnte. Es gibt drei Arten von alternativen Suchbegriffen: Synonyme, verwandte Begriffe und Übersetzungen. Synonyme sind Begriffe mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung. Verwandte Begriffe sind Ober- und Unterbegriffe, zuweilen auch solche, die unter denselben Oberbegriff fallen. So ließen sich Hexenprozesse und Hexenverbrennung als Unterbegriffe von Hexenverfolgung einordnen und damit als miteinander verwandte Begriffe auffassen. Welche Übersetzungen für die jeweilige Arbeit relevant sind, hängt von Studiengang und Thema ab. Doch mindestens die englische Sprache sollte bei der Recherche mit berücksichtigt werden. Hier etwa Witch Hunt und Witch Trial. Wo und wie finden sich alternative Suchbegriffe? Da ist erstmal alles erlaubt. Die Quellen zur Literatur müssen später wissenschaftliche Standards erfüllen, doch woher die Suchbegriffe kommen, spielt keine Rolle. Wenn der erste Impuls Google ist, go for it. Wikipedia, why not? Dort lassen sich Artikel auch in anderen Sprachen anzeigen und so direkt Übersetzungen zu den wichtigsten Schlagwörtern sammeln. Ebenfalls lohnenswert ist ein Blick in einen Thesaurus, also ein Wörterbuch speziell für Synonyme, verwandte Begriffe und zuweilen auch Übersetzungen. Weitere alternative Suchbegriffe ergeben sich aus der näheren Beschäftigung mit der Literatur, dazu gleich mehr, sowie eventuell auch aus dem Austausch mit der Betreuungsperson. Beispiel: Für das Fach Philosophie ließe sich eine Hausarbeit über die Umstände des Menschseins in der Anthropologie von Hannah Arendt schreiben, mit Fokus etwa auf einer narratologischen Auslegung ihrer Schrift Vita Activa. Klingt alles hochspeziell, im Grunde ginge es um die Bedeutung des Geschichtenerzählens aus Arendts Sicht halt. Dabei handelt es sich zufällig um ein reales Beispiel und auf das Exposé hin schrieb die Betreuungsperson zurück: Es bedürfe der besseren Einbeziehung von aktueller Forschungsliteratur. Eine Suche nach den Stichwörtern Arendt, Narrative, Politics werde da einiges zutage fördern. Ein hilfreicher Tipp für die weitere Arbeit zeigt aber, dass die Literaturrecherche, wie erwähnt, auch während des Schreibens einer Haus- oder Abschlussarbeit weiterläuft. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Anlaufstelle für die Literaturrecherche. Hilfreich können nämlich auch Handbücher und Fachlexika sein, die bestimmte Werke von Klassikern oder auch ganze Themenbereiche wie die Filmtheorie strukturiert und übersichtlich aufbereiten, sodass sich darin schnell Ansatzpunkte für die eigene Arbeit finden lassen. Zudem bieten diese Werke eine solide Auswahl relevanter Literatur, über die weitergesucht werden kann. Diese Möglichkeit, Einblicke in einen Fach- oder Themenbereich zu bekommen, sollte nicht unterschätzt werden. Oh Mann, meine Stimme ist heute besonders brüchig. Und noch ein Tipp: So wie es zur Klausur Schmierblätter gibt, empfiehlt sich für eine Haus- oder Abschlussarbeit das Anlegen einer separaten Word-Datei als Ablage für Notizen und mehr. Und schon jetzt kann eine solche Datei als Sammelplatz für Suchbegriffe dienen. Wer es mag, kann sogar ganz genau protokollieren, wann und wo welche Suchbegriffe verwendet wurden. Aber schon eine schlichte Liste der verwendeten Suchbegriffe ist praktisch, wenn dann im späteren Verlauf eine neue Datenbank oder ein neues Nachschlagewerk in den Fokus rücken und so mit einem Blick in die Ablage
direkt eine Auswahl an Suchbegriffen parat liegt, die dann im neuen Nachschlagewerk nochmal, naja, nachgeschlagen werden kann. Alternativ zur guten alten Word-Datei bietet sich zu diesem Zweck auch die Arbeit mit einem Note-Taking-Tool der neueren Generation an, wie Logseq, Obsidian oder Roam Research. Wenn wir schon im Internet unterwegs sind, können wir dort auch gleich die Recherche beginnen. Problem: Das Internet ist riesig und so viel unübersichtlicher als die herkömmliche Bibliothek, in der wir einfach das richtige Regal ansteuern und darin rumstöbern können. So schön diese Vorstellung ist, mit wissenschaftlichem Arbeiten im 21. Jahrhundert hat das nicht mehr ganz so viel zu tun. Physische Bücher bilden nur noch einen Teil der Literatur, die für Haus- oder Abschlussarbeiten herangezogen werden. Von physischen Fachzeitschriften mal ganz zu schweigen. Ein Gros der wissenschaftlichen Literatur liegt heute digital vor, wird im Internet organisiert und am Rechner rezipiert. Das ist insofern praktisch, dass sich die Literaturrecherche dann auch komplett von zu Hause erledigen lässt. Also so wie alles, neuerdings. Bloß wenn statt eines Bücherregals plötzlich Millionen von Medien per Mausklick verfügbar sind, Material aus aller Welt und vielen hundert Jahren, stellt sich die berechtigte Frage, womit anfangen? Ganz pragmatisch, so wie die Themenfindung damit anfängt, sich einen Überblick über einen bestimmten Bereich zu verschaffen, geht's auch hier damit los, sich einen Überblick über ein Thema zu verschaffen. Und zwar medial möglichst umfassend. Im Digitalen gibt es E-Books, Statistiken, Websites, Zeitschriften. Jedes Format hat seine Relevanz, aber auch Vor- und Nachteile, die bekannt sein sollten. Der Nachteil von auf Printpublikationen basierenden E-Books beispielsweise besteht darin, dass es sehr lange dauert, Bücher zu schreiben und vor allem herauszubringen. Ein Fachbuch kann, je nach Thema, beim Erscheinen schon überholt sein, weil die Arbeit am Manuskript bereits seit anderthalb Jahren abgeschlossen ist. Der Nachteil von Fachzeitschriften hingegen besteht, zumindest für Studierende, darin, dass diese oft viel mehr Vorkenntnisse voraussetzen. Apropos Vorkenntnisse, hier sei auf drei Arten von Literatur verwiesen, die bei der Recherche als solche erkannt und genutzt werden sollten. Und zwar gibt es Primärliteratur, Sekundärliteratur und Tertiärliteratur. Primärliteratur umfasst Werke, aus denen sich der Gegenstand der Untersuchung ergibt oder die selbst Gegenstand der Untersuchung sind. Bei einer Hausarbeit über die Rolle der Kunst in Ernst Cassirers Versuch über den Menschen, da stellt dieses Werk die Primärliteratur dar. Bei einer Hausarbeit über die Umstände des Menschseins bei Arendt wären es neben der Vita Activa noch weitere ihrer Werke. Und bei einer Bachelorarbeit über die Leib-Seele-Konzepte von Descartes und Leibniz, da kann die Primärliteratur locker 10 Schriften dieser beiden Herren umfassen, wenn nicht mehr. Sekundärliteratur sind alle Werke, die sich mit anderen AutorInnen und deren Werken als Primärliteratur beschäftigen, etwa in Form von Analysen oder Auslegungen. In der Philosophie stellt die Reihe Klassiker auslegen ein gutes Beispiel für klassische Sekundärliteratur dar. Diese Reihe umfasst ganze Bände zu jeweils einem Klassiker, der dann Kapitel für Kapitel von Fachleuten besprochen wird. Sehr hilfreich. Nun gibt es zu vielen Themen so viel Sekundärliteratur, dass eine geeignete Auswahl wichtig ist. Zu den Kriterien für eine solche Auswahl gibt's mehr in Schritt 4. Tertiärliteratur umfasst Werke, die sich der Einführung oder dem Überblick zu einem Thema oder Themenbereich widmen. Handbücher, Lehrbücher, Lexika, die wiederum auf Primär- und Sekundär- oder auf weitere Tertiärliteratur verweisen. Auch Wikipedia ist ein Beispiel für Tertiärliteratur. Es sei denn, es soll eine Hausarbeit entstehen über Wikipedia als Teil digitaler Wissenskultur, dann wäre die Online-Enzyklopädie tatsächlich als Primärquelle zu betrachten. Einen Überblick verschaffen wir uns, wie bei der Erweiterung der Schlüsselwörter und mit Hilfe dieser Keywords, indem wir explorativ das Internet durchforsten. Das heißt, wir sind auf digitaler Erkundungstour und forschen erstmal, was es so gibt. In der Word-Ablage oder dem Note-Taking-Tool unserer Wahl lassen sich dabei Notizen festhalten zu den Funden, die uns ins Auge fallen, zum Beispiel Werktiteln, die uns wichtig erscheinen. Tipp: In der Lesezeichenleiste des Webbrowsers einen Ordner namens Recherche anlegen. Darin gehören Links zu Online-Datenbanken, die im Zuge der Arbeit vermutlich öfter aufgesucht werden. Für eine Hausarbeit über Heiratsverbote am Beispiel der Hammersteiner Ehe wären unter anderem das Lexikon des Mittelalters und die Datenbank der Neuen Deutschen Biografie zu hinterlegen. Den Startpunkt für die Recherche bilden Tertiärwerke wie Handbücher oder Lexika.
Genauer, die Literaturverzeichnisse, die jeweils am Ende eines Buchs, Kapitels oder auch Lexikonbeitrags zu finden sind. Die Methode, die sich nun anbietet, nennt sich Schneeballsystem. Hat nichts zu tun mit der Betrugsmasche, die auch als Pyramidensystem bekannt ist. Im Kontext der Literaturrecherche bezeichnet das Schneeballsystem folgendes Suchverfahren. Wir werfen einen Blick in das Literaturverzeichnis, zum Beispiel unter dem Beitrag einer Online-Enzyklopädie. Daraus wählen wir eine Handvoll Werke aus, besorgen uns diese, werfen dann in deren Literaturverzeichnisse wiederum einen Blick rein, wählen wieder ein paar Werke aus, schauen in die rein und mit der Rasanz eines Schneeballs, der einen verschneiten Abhang hinabrollt, wächst die Liste der Literatur zu einem bestimmten Thema. Offensichtlicher Nachteil dieses Vorgehens ist, dass die Suche zu immer älteren Werken, nie zu neuerer Literatur führt. Wenn nun bestimmte Namen oder Werktitel wiederholt auftauchen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es sich um fleißige Fachleute und etablierte Standardwerke handelt, die es sich zu notieren lohnt. So finden sich unter dem Wikipedia-Artikel zur Hammersteiner Ehe gleich zwei Hinweise auf den deutschen Mittelalterhistoriker Eduard Klawitschka, zu dem es einen eigenen Wikipedia-Eintrag gibt. Wichtig ist, besonders angesehenen und charismatischen Koryphäen auf ihrem Gebiet nicht blindlings zu verfallen und unkritisch deren gewiss fundierte Meinung zu übernehmen. Spannend wird's ja, wenn die Ansichten solcher Fachleute von wiederum anderen Fachleuten angefochten werden und es unterschiedliche Auslegungen und Positionen darzustellen gibt. Ausgetragen werden die entsprechenden Meinungsverschiedenheiten dann meist in Fachzeitschriften, die aber, wie gesagt, schon einige Vorkenntnisse verlangen. Zur Reihenfolge also. Mit den richtigen, das heißt relevanten Büchern beginnen. Am besten Einführungen und Übersichtswerke, die Grundlagen schaffen, Verständnis vertiefen und größere Zusammenhänge darstellen. Und dann, wenn auf diese Weise ein Basiswissen geschaffen ist, dann widmen wir uns auch Fachzeitschriften, die uns wiederum zu aktuellerer Forschungsliteratur führen. Tipp: bei Fachartikeln auf die Abstracts achten. Das sind kurze Absätze, die den Artikeln vorangestellt sind und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Zu finden sind die Abstracts meist direkt unter der Überschrift. Dort lässt sich auch sehr gut nach weiteren Schlüsselwörtern für die Recherche suchen. Die Recherche läuft, die Funde häufen sich. Bevor jetzt alles zur späteren Verwendung vermerkt wird, lohnt es sich, eine Auswahl zu treffen. Insbesondere um seriöse von unseriösen Funden zu trennen. Worauf ist dabei zu achten? Bei sämtlichen Funden sollten wir in Erfahrung bringen, ob zur Erkenntnis, wer das Werk erstellt bzw. verfasst hat. Ob diese Personen im jeweiligen Themenbereich noch weitere Schriften verfasst und sichtlich Erfahrung haben. Ob sie stark umstritten sind, ob sie häufig zitiert werden. Auch den Verlag oder die Produktionsfirma lohnt es sich anhand anderer Publikationen stichprobenartig zu überprüfen. Und besonders wichtig, werden Quellen genannt und treffen auf die Quellen dieselben Qualitätsstandards zu. Klingt nach einer sehr zeitintensiven Aufgabe, die auch gerade zu Beginn nicht zu unterschätzen ist. Aber immerhin, mit der Zeit wird es einfacher, seriöse und unseriöse Quellen als solche zu erkennen. Okay, nach Anwendung der Kriterien ist die Spreu vom Weizen getrennt und eine erste Auswahl getroffen. Trotzdem sind die Rechercheergebnisse meist noch so reichlich vorhanden, dass sie mit Bedacht verwaltet werden müssen, damit sie dann beim späteren Schreibprozess auch schnell und übersichtlich verfügbar sind. Allerdings müssten ja viele der Recherchefunde erst einmal geliehen oder gar käuflich erworben werden, damit wir sie wirklich komplett einsehen und damit arbeiten können. Nun, sämtliche Literatur, die so eine Recherche hervorbringt, auch wirklich anzuschaffen, ist natürlich nicht Sinn der Sache. Zunächst einmal geht es darum, die Funde sinnvoll abzulegen. Und zwar sowohl die Links zu Literatur hinter Paywalls, also die erst einmal bestellt werden müsste, als auch Leseproben, Inhaltsverzeichnisse und frei verfügbare Werke, die als PDF direkt herunterzuladen sind. Wohin mit all diesen Recherchefunden? Damit betreten wir das weite und wilde Feld der Literaturverwaltung. Im Spektrum zwischen totalem Chaos und Nerdkram mit allerlei Browser-Anwendungen und Software-Tools gibt es wohl so viele Vorgehensweisen, wie es Studierende gibt. Einige Workflows sind aber, klar, nachhaltiger und professioneller als andere. Zunächst ist es ratsam, Literaturverwaltungsprogramme zu nutzen, wie Citavi oder Zotero. Der Mehrwert, den solche Programme bieten, wiegt den Aufwand auf, der mit der Ersteinarbeitung einhergeht.
Wer einmal weiß, wie es funktioniert, kann wichtige Funde rasch in solche Programme einpflegen und wird es dann umso leichter haben, aus den jeweiligen Werken zu zitieren. Tipp: Sowohl für Citavi als auch Zotero gibt es, apropos Nerdkram, Erweiterungen für den Webbrowser und Add-ins für Word, um den weiteren Workflow zu vereinfachen, wenn, wie gesagt, die erstmalige Einarbeitung geschafft ist. Zum Speichern von PDF gibt es mindestens zwei sinnvolle Vorgehensweisen. Einfach alles in den Ordner Downloads oder gar auf den Desktop zu klatschen, ist keine davon. Das analoge Pendant dazu wäre ja, sämtliche Forschungsliteratur auf dem Schreibtisch auszubreiten, was nicht gerade zum fokussierten Arbeiten beiträgt. Tatsächlich ist es gar nicht so unklug, sämtliche Recherchefunde, die sich als PDF herunterladen lassen und seien es nur Leseproben, in einen einzigen Ordner zu packen, der dann Bibliothek oder Forschungsliteratur heißt. Je nach eigenem ästhetischen Empfinden können sich dann ja noch die Dateinamen einheitlich anpassen lassen. Etwa nach einem Muster, das Veröffentlichungsjahr, Name von Autor, Autorin, bei mehreren den wichtigsten und den Titel umfasst. Ein PDF-Titel sieht dann zum Beispiel so aus: 1957 Huxley, New Bottles for New Wine. Doch das dient nur der groben Übersichtlichkeit. Der Clou einer solchen Speicherung sämtlicher Recherchefunde an einem Ort besteht darin, auf die Suchfunktion des Computers zu vertrauen, die ja heutzutage so pfiffig ist, dass sie nicht auf Informationen im Dateinamen angewiesen ist, sondern den PDF-Volltext auf Suchbegriffe hin durchforstet. Das führt in der Regel schneller zur gesuchten Datei, als es ausgeklügelte Ablagesysteme mit detailliert durchdachten Ordnerstrukturen und Schlagwortvergabe täten. Vorgehen 2, gerade bei größeren, komplexeren Prüfungsarbeiten, kann auch erstmal ein eigener Projektordner angelegt und sämtliches prüfungsrelevante Material dort abgelegt werden. Und erst nach Abschluss des Projekts würde dann ein solcher Projektordner bei Bedarf aufgelöst und sämtliche Forschungsliteratur ins Archiv, also in die Bibliothek, übertragen, wo sie dann für zukünftige Projekte leicht auffindbar bleibt. Das war's auch schon zur Literaturrecherche. Es handelt sich, wie erwähnt, um einen Prozess, der stets parallel mitläuft. Wann immer wir beim Lesen und Schreiben auf neue Aspekte, Fragen oder Werke stoßen, wenden wir gemäß unserem Erkenntnisinteresse die Methoden und Mittel der Recherche an. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen dabei. Und jetzt wieder aufräumen. Ich habe das Gefühl, dieser Gag hat sich nicht gelohnt.